Ja, es kribbelt. Es kribbelt wirklich. Ich bin wirklich froh, dass es losgeht. Es sind ja fast 6 Wochen. Und auch die Vorfreude in der Mannschaft ist wirklich zu spüren. Meine arbeitslose Zeit habe ich auch genutzt, um Live-Spiele zu schauen. Und deswegen fühle ich mich gut vorbereitet. Viele Traditionsvereine, ich glaube, eine Statistik ist noch, dass mehr Meistertitel in der zweiten sind wie in der ersten, glaube ich. Laut meinem Infostand, und das sagt ja schon alles. Wie haben Sie denn den Rummel um Ihre Person wahrgenommen? Ist es Ihnen manchmal auch zu viel geworden und sind Sie froh, dass es jetzt auch ein bisschen vielleicht mal auf die Mannschaft konzentriert? Das wird sowieso der Fokus sein, glaube ich, dass es jetzt mehr auf die Mannschaft geht, aber ich habe nie Probleme damit gehabt. Also weder als Trainer noch als Spieler. Ich versuche natürlich jeden Wunsch dementsprechend zu erfüllen. Mit Selfie-Fotos und nun Autogrammwunsch, und da nehme ich mir auch Zeit, und so war das bei mir schon immer. Das Gefühl, was ich vermittle, habe ich auch von der Mannschaft bekommen. Ja, das Gefühl gibt die Mannschaft mir einfach, und ich war sowieso schon immer ein entspannter Typ, aber da ändert sich nichts daran. Ja, Schiedsrichter pfeift an, dann geht's erst los. Also ich bin sowieso der Falsche, der sich Sorgen macht.